Etwa um 12.30 Uhr hat die Polizei Gotha erfahren, dass hier auf dem Gelände des Parkplatzes vom Kaufland ein verdächtiger Koffer gefunden wurde. Das Beauty Case mit einem Zahlenschloss war in einer sogenannten Wagengarage, also da, wo die Einkaufswagen deponiert werden, abgestellt. Ein Eigentümer konnte nicht zugeordnet werden. Der Koffer selbst ließ sich auch nicht öffnen und die Polizei kann derzeit eine Gefährdungslage nicht ausschließen. Steht der auf dem Fußboden in dem Einkaufskorb? Kann der jemand vergessen haben? Wie ist die Situation? Das Beauty Case steht am Boden dieser Wagengarage und scheint offensichtlich niemandem derzeit zu gehören. Wie geht man jetzt, also wie ist man dann danach vorgegangen? Das gesamte Geschäft vom Kaufland und auch alle anliegenden anderen Geschäfte, Büros und Arztpraxen wurden geräumt. Derzeit befindet sich in dem Gebäude kein Mensch mehr. Es gibt eine weiträumige Absperrung durch Kräfte der LPI Gotha. Und dann machen wir nochmal. Gut. Fangen wir nochmal an. Ja, wie sahen die Maßnahmen danach aus? Das Gelände des Parkplatzes rund um den Kaufland wurde geräumt, auch das Gebäude insgesamt, das Geschäft, alle weiteren Geschäfte in dem Gebäude, Büros und Arztpraxen mussten evakuiert werden. Im Moment befindet sich keine Person in diesem Gebäude. Um wie viele Personen handelt es sich? Können wir das schätzen, genau sagen? Wir wissen leider nicht, um wie viele Personen es sich insgesamt handelt, die hier das Gebäude verlassen mussten, aber ich denke, dass das Geschäft sehr gut besucht war. Wie war die Situation? Ich meine, die Leute haben wahrscheinlich ihre Einkaufswagen noch voll. Und also wie ist man damit umgegangen? Weiß ich nicht. Ja, wissen Sie nicht. Kann ich nicht sagen. Wie geht es jetzt weiter? Vor Ort befinden sich Kräfte für die Absperrung. Außerdem ist ein Diensthundeführer hier vor Ort. Wir warten aber noch auf Spezialkräfte vom LKA Thüringen. Die sogenannte USBHV-Einheit wurde alarmiert, die hier versucht, den Koffer zu öffnen.